Benvenuti, sono Joachim Bernauer, direttore del Goethe-Institut Rom, insieme a Eunice, la rete degli istituti nazionali di cultura dell'Unione Europea. Siamo giunti alla terza edizione di Europa in Circolo, incontri con scrittori europei contemporanei. La manifestazione questa volta, e nell'ambito molto straordinario, si svolge interamente online, con l'obiettivo, come sempre, di diffondere e ampliare la conoscenza delle culture e delle lingue nazionali anche in ambito letterario. E il Goethe-Institut ha il grande piacere di presentare l'autrice tedesca Jana Revedin con il suo libro La signora Bauhaus, pubblicato a settembre in italiano dalla casa editrice Neri Pozza. Da seguito sarà presentato dal giornalista, traduttore e germanista fabuloso Enrico Arioso. Buongiorno amici e amiche, sono Enrico Arioso e oggi ho il piacere di presentarvi un'autrice abbastanza nuova per il pubblico italiano, Jana Revedin, con il suo libro Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus, che nell'edizione italiana si chiama La signora Bauhaus ed è edito da Neri Pozza. Chi è Jana Revedin? È un'architetta scrittrice. Qui siamo nell'ambito del romanzo biografico. Jana Revedin ha un rapporto privilegiato con l'Italia. È nata a Costanza, sul lago di Costanza, e Bodensee, ma ha studiato in università italiane, Politecnico di Milano, Venezia, e con Venezia ha un rapporto speciale, anche familiare, perché ha una bella casa nella città lagunare. Si muove professionalmente su un doppio binario di architetto e di scrittrice, in particolare studiosa dell'architettura riformista degli anni 20 e 30 e quindi della vicenda Bauhaus del titolo. Chi è la donna che Jana Revedin racconta? È Ise Frank, una figura dimenticata di questo periodo. Ise Frank viene da una famiglia borghese, della borghesia ebraica di Berlino, ed è una ragazza 26enne che lavora a Monaco come redattrice e giovane giornalista quando conosce un personaggio già molto noto, un uomo di fascino, Walter Gropius, il fondatore appunto della Bauhaus, la celebre scuola di arti applicate e architettura che avrà un effetto determinante sui destini del movimento moderno nel XX secolo. Gropius è un uomo quarantenne, molto più vecchio e maturo di lei. Si presenta come un rebellion architect, un architetto ribelle, è un uomo affascinante, elegante, guida un Alfa Romeo verde, ha degli occhi da volpe, come dice Ise, e si circonda di una serie di figure interessantissime, altri architetti come Marcel Breuer, giovane, e l'esperto Bruno Tautz da Berlino, artisti importantissimi come Klee, come Vassili Kandinsky, come Oskar Schlemmer, e Ise Frank si innamora di Walter Gropius, ma anche dell'idea riformista del Bauhaus e dell'idea di rivoluzionare nel senso del Neues Bauen e anche del Neues Wohnen, una nuova cultura dell'abitare e del costruire. Diventa dunque moglie, assistente e ispiratrice di questo personaggio carismatico. Intorno a lei figure femminili molto interessanti che Jana Revedin ha il merito di avere riscoperto e rilanciato. Una è Irene Hecht, una fotografa ungherese, una è Manon Gropius, la madre di Walter. E in generale la cosa che colpisce è la sensibilità molto femminile con cui Jana Revedin ricostruisce la figura di Ise. La sua eleganza, il suo modo di vestire, sua identità di donna emancipata, il modello della Neue Frau. Dall'altro lato, con forte solidità, diciamo, storiografica, ricostruisce la vicenda del Bauhaus, prima a Weimar, poi a Dessau, è la storia drammatica di una generazione di innovatori e di sognatori che vengono traditi dalla Repubblica stessa, dalla Repubblica di Weimar, e rovinati dalla svolta a destra della Germania e dal movimento Völkisch che diventerà poi il nazionalsocialismo. Non vi dico come va a finire, andrà a finire con queste figure, col Bauhaus che viene chiuso, andranno in esilio, e prima di passare la parola a Jana Revedin le faccio questa domanda: perché nel grande universo bauhausiano ha voluto scegliere proprio Ise Frank? Più che io abbia scelto Ise Frank, lei ha scelto me.
Ho scoperto con i miei studenti, leggendo il libro di Bruno Taut, La donna come creatrice del 1924, che lei, Ise Frank, la seconda moglie di Walter Gropius, nella sua casa costruita a Dessau, la cosiddetta casa del direttore, una la prima casa costruita dai Meisterhäuser, lei mette alla prova, sperimenta le tesi scritte di Bruno Taut in quel libro, che sono le tesi che fanno la scienza dell'ergonomia la nuova scienza della casa, del luogo di lavoro e della città a misura dell'uomo. Ise Frank non è architetto né designer, ha solo sposato questo Walter Gropius, uomo molto più anziano di lei, l'anno prima, 1923, e cerca con lui la nuova sede del Bauhaus a Dessau, si installa con lui a Dessau e tiene insieme tutta la famiglia di questo Bauhaus, del Meisterrat. Essendo molto più giovane, crea anche un ponte delle generazioni tra i assistenti promettenti, Marcel Breuer o Herbert Bayer, e la vecchia generazione del Meisterrat, che sono ovviamente gente molto meno aperta all'emancipazione delle donne e a tutte le minorità della società che in quel momento, dopo la prima guerra mondiale, prende piede in Germania. Quindi Ise Frank mi trova per caso, come in tutta ricerca scientifica arriva, e mi comincio a interessare a lei parecchi anni fa. Comincio a leggere su di lei e comincio a studiare questa casa ergonomica che lei chiama la casa della futura donna emancipata. Non è solo che lei tiene insieme la teoria, il pensiero, l'idea del Bauhaus durante questo periodo e fino al 1928, quando i due Gropius devono tornare a Berlino, visto che il Bauhaus si rende impossibile a governare a causa del nazismo nascente in Germania, ma lei capisce anche di famiglia importante Frank, ebrea, tedesca, ovviamente la cugina di Jean-Michel Frank di Parigi, ma anche la zia della piccola Anne Frank. Lei capisce che questo Bauhaus è un'idea che sopravvivrà soltanto se esportato nei paesi liberali di questo mondo di allora, quindi organizza le prime mostre a Parigi, a Istanbul, poi al Metropolitan e al Museum of Modern Art a New York. Grazie a Ise Frank l'idea Bauhaus ha sopravvissuto, oggi non saremo a festeggiare 101 anni della scuola più rivoluzionaria e più rinfrescante e più ancora viva e attuale della storia dell'architettura. Vi leggo un piccolo pezzo, come questi due per la prima volta si conoscono tête-à-tête. Gropius l'ha conosciuta dopo una lettura che ha dato a Hannover, all'Università Tecnica. E i due si ritrovano a Monaco, dove lei, scrittrice e giornalista, lavora. Lui la va a trovare e dopo il lavoro prendono un bicchiere di vino insieme al bar delle Kammerspiele. Vi leggerò un pezzo di questo dialogo e lì si vede che Ise Frank è la persona che ancora manca nel Bauhaus, la persona comunicativa, trasmissiva, inclusiva. E Gropius capisce molto rapidamente che ha bisogno di proprio questa donna al suo fianco. Bisogna sapere che la 25enne Ise Frank è orfano di padre e di madre. La madre muore un anno prima di questo incontro, di forse suicidio, non si sa ancora oggi, e gli lascia un bigliettino con delle parole importanti per Ise per il resto della sua vita. Scrive Ise: ho bisogno di te. Siamo nel 1923, l'anno in cui Gropius organizza la prima mostra del Bauhaus di Weimar e invita ovviamente questa nuova conoscente, Ise Frank, a questo avvenimento. Siamo qua e nel giorno, fine primavera, il 28 maggio
e siamo seduti con loro due alle Kammerspielbar di Monaco. Sie starb am 28. Mai, begann Gropius nach langen Sekunden, dem Tag meines katastrophalen Vortrags im Welfenschloss, dann war das also gleichzeitig der Todestag ihrer Mutter. Wie viel an Missachtung da auf mich einprallt, ich war abgelenkt und nervös wie kaum je zuvor, doch sie, wie viel an traurige Erinnerung sie da durchlebt haben müssen, und trotzdem waren sie dort. Er nahm sein Glas in die Hand. Sie waren an jedem Abend meine Rettung, wissen Sie. Als er bemerkte, dass Ise schwer atmete und mit dem Blick durchs Lokal wanderte, wie um sich selbst zu beruhigen, sprach er einfach weiter. Tja, Fräulein Frank, es ist schon so. Vor dem Tod sind wir alle gleich. So wie vor unreflektierter Missgunst oder vor Enttäuschung in der Liebe oder auch vor dem Bankrott. Bei dem Wort Bankrott, einem immensen, einem erschlagenden Wort, fand Ise, hatte sie sich wieder gefangen. Hier in dem Leben ihr gegenüber, im Leben dieses Gropius, schien noch lange nicht der Tod, sondern das schiere, das dringende, das nackte Überleben angesagt zu sein. Sie stießen an. Geldsorgen sind mir die Liebsten, hat mein Vater immer gesagt. Ha, hervorragend! Gropius' Augen hellten sich auf. Da muss ich darüber nachdenken, wohl hat er gar recht. Der muss ein kluger Mann sein, Ihr Herr Vater, den würde ich gerne einmal kennenlernen. Ise trank einen Schluck. Der Wein kühlte in wenigen Augenblicken den ganzen Körper ab, es war eine Wohltat. Ihr Anflug von Trauer war überwunden und sie stellte ihr Glas mit einem gewissen Schwung auf den Tisch, dass es leicht klirrte. Im gleichen Zug machte sie die Geste des in eine andere Welt entschwunden Seins, die Gropius eben zu Ignaz gemacht hatte, als er erfahren hatte, dass ihre Mutter vor einem Jahr verstorben war. Gropius stutzte. Dann schlackerte er mit dem Kopf nach rechts und links wie ein nasser Dackel, der sich trocken schüttelt. Er sah wieder so drollig aus wie neulich vor dem Portal der Technischen Hochschule Hannover. Sie mussten beide lachen, obwohl ja überhaupt kein Anlass dafür war. Im Gegenteil, Humor war eben ein Talent. Man hatte ihn oder man hatte ihn nicht. Man fand ihn in einem Gegenüber wieder oder eben nicht. Reden wir nicht vom Sterben. Reden wir vom Leben, Herr Gropius. Reden wir zum Beispiel von Ihnen. Sehr gut, Fräulein Frank. Doch darf ich das vorab noch sagen? Sie sind zu bewundern. Und wie alle Menschen, die zu bewundern sind, wollen Sie nicht von sich, sondern von Ihrem Gegenüber reden. Ich hingegen, ich bin gar nicht bewundernswert, aber immerhin noch am Leben, wundersamerweise immerhin, das muss man sagen, denn an der Westfront sah es dann und wann nicht mehr danach aus. Ich bin am Leben also, einigermaßen gesund und seit geraumer Zeit auch alleinstehend. Ich liebe Mozart, Trakehnerpferde und Wildwestromane. Das hört sich alles ganz gut an. Schön. Leider bin ich abgesehen davon aber auch noch bankrott. Sie sahen sich an. Das traurige Regengrün seiner Augen war preußisch blau geworden. In die Stille hinein, die sich auf das Wort Bankrott einstellte, kam Ignaz mit zwei kleinen Tellern seiner herrlich duftenden Speckpfannkuchen, der Hausmahlzeit für Eingeweihte, die es sonst hier nur um Mitternacht nach gelungenen Premieren gab. Nur eine Vorspeise vor der Reise, sagte er dazu. Wohin fahren wir denn? Fragte Ise schmunzelnd. Es hatte sich am Tisch ihrer Mutter im Café der Kammerspiele die gleiche Raum-im-Raum-Verschworenheit mit Gropius eingestellt wie damals im Café Kröpke. Sie waren nur noch sehr viel spürbarer. Der Herr Gropius mit dem Nachtzug zurück nach Weimar, wie sonst immer, nicht wahr? Und Sie, Fräulein Frank, nun ja, sicher in die Weite von Hesses Indien.
nehme ich an. Bankrott. Wie das? Die Pfannkuchen waren aufgegessen und Gropius hatte eine weitere Karaffe Weißwein bestellt. Es war sicher bald 8 und die Bar begann sich langsam zu bevölkern. Nun, vom Ende des Vortrags im Welfenschloss erinnern Sie sicher meine Einladung zur Eröffnung unserer ersten Bauhausausstellung am 15. August in Weimar. Sie zeigt die ersten 4 Jahre unserer Arbeit. Ich gab dem Drängen der Thüringer Regierung nach, die unbedingt Ergebnisse sehen und auch zeigen wollte. Ich für meinen Teil baue meine Pädagogik ja nicht auf Ergebnisse, sondern auf Prozesse auf. Aber was soll's? Ich wollte meine Anerkennung zeigen und diesen kommenden Eröffnungstagen lade ich also international tätige Freunde ein. Oud wird vom neuen Bauen in Holland berichten. Schlemmer sein triadisches Ballett, Kandinsky seine synthetische Kunst zeigen und Stravinsky sendet uns sein neuestes Musikspiel, die Geschichte vom Soldaten. Er sah Ise prüfend an. Er interessierte sie das wirklich? Doch Ise hörte wie gebannt zu. Er sprach also weiter. Darüber hinaus und um meine Raumlehre erfassbar, ja begreifbar zu machen, habe ich den Hausentwurf des jungen Muche, einer von Ittens Studenten, ein zwar sturer, aber durch und durch auch treuer Kerl, am Stadtrand von Weimar realisieren lassen. Doch jetzt kommt die Überraschung. Kurz vor der Eröffnung zieht die Thüringer Regierung das Budget zurück. Und nicht nur für die Restkosten der Ausstellung, der Publikationen, der Pressearbeit etc. Nein, auch für das Folgesemester im nächsten Jahr aufgrund von Nationalistengeschwätz, wie Sie es sicherlich jeden Tag in Ihrer Buchhandlung hören, wenn Sie Hesse oder Stefan Zweig oder Karl Kraus verkaufen wollen. Wir unterstützten im Bauhaus unvölkische Arbeit. Weil ein Feininger oder Kandinsky oder Stravinsky, aber auch unsere Schüler, der junge Molnar, der junge Breuer, kein Deutschtum repräsentierten. Gropius redete sich in Rage und nahm zwischendurch einen Schluck, das halbe Glas. Selbst mein bisher treuer Mäzen Sommerfeld, Sie wissen, der Berliner Sommerfeld, der mit meinem Freund Taut die wunderbaren Arbeitersiedlungen baut und der Muches Musterhaus vorfinanziert hat, hat in Anbetracht der rassistischen Propaganda kalte Füße bekommen. Bref, ich werde die Schule eher früher als später aus Weimar abziehen müssen, denn wir sind für das Wintersemester 23/24 bankrott. Bankrott, ganz einfach, was für ein grauenhaftes Wort. Geldsorgen sind mir die Liebsten, wiederholte Ise den Spruch ihres Vaters in seine Rage hinein. Gropius musste wieder lachen. In seinen Augen blitzte, als hätte man es angeknipst, das helle Hannoveranerblau auf, an das Ise sich von seinem Vortrag im Welfenschloss erinnerte. Vielleicht war es die letzte Abendsonne, die sich in den hohen Glasarkaden der gegenüberliegenden Fassaden der Maximilianstraße spiegelte und jetzt genau hierher auf ihren Tisch fiel. Sie bringen mich regelmäßig zum Lachen, schmunzelte er. Und Sie mich regelmäßig zum Weinen. Das tut mir leid. Er sagte das nach einer winzigen Pause ganz ernst, ohne jegliche Grimasse, ohne Augenrollen oder Ohrenschütteln. Dieser Mann konnte einen entwaffnen. Eine Gruppe von Kostümbildnern kam mit sehr schicken jungen Mädchen herein, und es gab ein lautes Hallo an der Bar. Wahrscheinlich war, was Ise jetzt sagte, kaum zu hören. Mir hingegen tut es gut, das Weinen. Man kann sich nämlich auch verstecken zwischen den Büchern, sogar verstummen. Er sah jetzt dann irgendwo im Raum und auch nicht auf der Straße eine Uhr auszumachen war. Sekundenschnell auf seine Armbanduhr entschuldigte sich aber umgehend. Verzeihen Sie bitte, mein Zug geht um 9. Dürfte ich Sie zum Verlag zurückbringen und bald einmal wiedersehen? Vielleicht nächsten Samstag? Und Sie machen den ganzen Weg Weimar-München für ein Glas Weißwein und einen Pfannkuchen? Auch ohne Pfannkuchen.
Er war einfach komisch. Wir reden dann über Geld, bemühte sich Ise sachlich zu bleiben. Und wie wir welches für ihr Bauhaus finden können, sprach Ise Frank aus der Frank-Bankiers- und Industriellenfamilie. Nein, ich denke da vielmehr an aufstrebende Politiker der gemäßigten Linie, die sich mit ihrer Schule einen freigeistigen Erfolg einkaufen könnten. Sie dachte da an wen oder was? An Gussi und deren alten Mann, der im Rheinland als Oberbürgermeister Karriere machte und dem sie einen brillanten Vordenker wie diesen Gropius nur wünschen könnte. Da pokerte sie hoch, aber sei es drum. Gropius streckte gerade beide Arme aus. Und Ises Hände, die wie immer nebeneinander auf der Tischkante lagen, fanden sich unvermittelt in seinen wieder, die waren wie schon damals im Café Kröpke warm und gaben Halt. Ise, sagte er plötzlich ein wenig heiser, ich brauche sie. Die letzten Worte ihrer Mutter auf der kleinen Briefkarte auf dem Küchentisch. Ise, ich brauche dich. Ich weiß, dachte Ise und schwieg. Sie nickte instinktiv, während sie den Blick senkte. Wieder war sie überfallsartig den Tränen nahe.